Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Skyrim. Und wie ihr seht, haben wir gerade herrliches Wetter. Und wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Neuen Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Mach ich. Jetzt möchte ich aber erst einmal die Quest von dem Schmied machen. So, in der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Eisen. Solch wollte er, dass ich mache? Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Nehmt euch, was ihr braucht. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Bis zum nächsten Mal. Da. Entschuldigung, hab gerade getrunken. Nutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. So, den Eisendolch wollen wir verfeinern. Ich bin gleich heillos. Nein. Mist, ich wollte das. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Was auch immer ihr benötigt. Bei Is. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Mach ich gleich. Werft einen Blick drauf. Erst will ich wissen, was du verkaufst. Handel. Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen. Für E. So. Eisenschwerter. Hochri. Schild. Denn der Jagdbogen. Da ist der Jagdbogen. So, den kann ich hier nicht verkaufen, weil ich den von ihm geklaut habe. Braucht ihr eine neue Klinge? Die besten Waffen und Rüstungen. Ich verkaufe dir den. Ja. So, Gerbgestelle. Das Gerbgestell wird benutzt, hier heute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Rollen, Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen. Oh. Lederstreifen wollte ich jetzt noch nicht herstellen. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine... Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Waren die Arme? Ja. Pelzhelm. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Pelzhelm. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht, Ja, bestimmt. Kriegen wir schon irgendwie.
Vielleicht. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, meinen Timer wieder anzumachen. So. So. Pferd haben wir noch nicht, also bis können wir noch keine Rüstung Mal drauf. Das sieht aus wie ein Händler. Da gehe ich jetzt rein. Flusswald Handelskunde. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na? Wollt ihr tun, ne? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Ja, der Rück. Mir die Bände schmal. Dann. Ihr seid ein strammer junger Mann. Lasst euch mal wieder sehen. Ja. Ihr seid nicht von hier. Da sind wir. Ich schon weiß nicht, zweit, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch. Ja, es gab eine Art Einbruch. So. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn: ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr... Zeigt die Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Schauen wir mal, was hat er denn? Wollt mir die jetzt angucken? Nicht klar. Eigentlich würde ich den gerne mitnehmen, aber ich weiß genau, dass ich irgendwo einen finde. Also nehme ich ihn jetzt nicht mit. So, von dem kann ich auch nichts gebrauchen derzeit. Nein. Eigentlich nicht schlecht, kann ich mir aber nicht leisten. Zauberbü. Moment nicht. Kann ich an dich hier? Halte ich? Ospis geht auch ich. Rockatz. Waffeln. Auch. Oh, Magika. Selten. Ja. Jetzt will ich mir mal gerade Bücher anschauen. Wow, was ist das? Was ist das denn bitte für eine Angelkarte? Irgendwo ist das. Weltkarte. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits in alle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht hast. Dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen. L für Weltkarte. Ach so, das ist, ja, also kann ich hier angeln und da angeln. Gut. Das also ist euer Plan, Lukan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen. Tue ich mir jetzt nicht an.
Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Ja, ich sehe das Ödsch. Ich folge dir jetzt nicht dahin. Ich will mich erst hier unterhalten. Bei Shaw, was wollt ihr? Ihr müsst meinem Sohn Sven einmal zuhören. Er singt fast jeden Abend in der Taverne. Ja, mach ich. Zum nächsten Mal. So, Hot. Gut. Sucht ihr Arbeit? Habt ihr hier in Flusswald was zu... Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Noch nicht. Sonst keiner weiter? So, ich glaube, die meisten sind jetzt tatsächlich gerne zum schlafenden Ring. Echt doch. Okay. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Wir werden Nachschub brauen müssen. Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Habt ihr mich gehört? Nichts. Nichts. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der fern... Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Aha. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgnar gehört. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendal sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier. Ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendal. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Wo habt ihr gelernt, so schön? An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Lucan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Oh. Bis zum nächsten Mal. Dieser Brief... Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Mhm. Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Groß reden schwang er, die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und in all unseren Mägen. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Nein. Und mit lautem Klirren folgt ihr schnell lieb auf ihn. Wir haben Zimmer und Essen. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz.
Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Wollt ihr euch in die Luft springen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Noch mehr Arbeit. Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Brief von Shoggarths Grabatul. An alle fähigen Krieger. Eine Gruppe von Banditen hat das Beil der Herrschaft geschlagen, dem das Königreich meiner Familie größten Wert beimisst, und ist dann feige nach Himmelsrand gefahren. Wir glauben, dass es sich um die letzten Mitglieder der Grünkappenbanditen, die der Königin schon seit ihrer Geburt ein Dorn im Auge sind. Wir haben erfahren, dass sie sich im Versteck verlorenen Messers und als der erfahrenste Ritter der Königin wurde ich entsandt, weil zurück. Doch falls ich nicht überlebe, bitte ich euch, diese Banditen in ihre Strecke zu. Die Königin wird das Beil gerne jenem vermachen, der ihren ärgsten Feind zu bezwingen vermag. Shoggarths Grabatul. Nein. Kopfgeld. Kopfgeld. Im Namen von Balgruf, der Ältere, an alle fähigen Männer und Frauen von Weißlauf. Die Banditen in Lagerstelle Monde belästigen und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Proventus Avenici. Kopfgeld. Angeblich dringen Stoßtrupps der Abgeschworenen entlang der Jeralberge immer Osten. Die Ankunft des Legaten Fasendil hat weitere Überfälle verhindert, doch Krähenzahn, die Anführerin der Abgeschworenen, konnte nicht gefasst werden. Nachdem Krähenzahn von ihren Leuten getrennt wurde, soll sie mit einiger Beute in Flucht ergreifen. Um dieser gefährlichen Bedrohung ein Ende zu bereiten, soll derjenige, der Krähenzahn zur Strecke bringt, stohlene Beute behalten dürfen. Söldner wie der berüchtigte Schwertkämpfer Björn und Windschreiter wurden in die Berge jenseits des Dunkellichtturms gesehen. Obgleich er hinter dem Schatz her sein könnte, gibt es Befürchtungen, dass Krähenzahn ihn und weitere Kämpfer für einen erneuten Angriff um sich schart. Wir bitten jeden fähigen Krieger um Hilfe, um dieser Bedrohung endgültig Herr zu werden. An Nuriel. Oh, ich kann ihn lesen. Liebe Camilla, weiß, ich habe euch zu Hause so manchen Besuch abgestattet und wenn wir einander auch sehr nahe stehen, so muss ich euch doch bitten, alle Sehnsüchte, die ihr für mich empfinden möget, beiseite schieben. Ich bin ein echter Sohn Wallenwalds und würde meine Blutlinie niemals beschmutzen, indem ich eine kaiserliche umwerbe. Ich hoffe, dass wir wahre Freunde bleiben können, sofern ihr wisst, welcher Platz eurem Volke im Altmeribund gebührt, mich als solchen respektieren. Endal. Doch nicht giftig geschrieben. Gibt's Schlimmeres. Vermisster Händler. Auf Befehl von Ulfric Sturmmantel an alle tauglichen Männer und Frauen in Himmelsrand. Ein Kaufmann mit dem Namen Gunther Frostfuß verschwunden. Zuletzt wurde er in der Nähe des Postens des Verräters gesehen. Jegliche Hinweise sind wir dankbar. Your life. Gut. Also wir haben ein paar Aufgaben, die wir erledigen können. Das ist schön. Oh, wie herrlich. Wie wenig los hier, aber okay. Ich muss hier sowieso wieder hinkommen. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Weg um Rötschwurz Hügelgrab. Gehe ich erst zum... gehe ich nach Weißlauf? Ich weiß, dass ich, dass es
ein Gespräch gibt, was ich nur mitkriege, wenn ich vorher nach Weißlauf gehe. Und mir die wieder eine Aufgabe hole. Dann. Hallo. Mal jetzt. Wir gehen jetzt erst nach Weißlauf und von Weißlauf aus gehen wir dann zum Ödsturz-Hügelgrab. Wenn ich das noch 10-mal sage, dann kann ich es vielleicht irgendwann auch aussprechen. Das Ödsturz-Hügelgrab. Oh, da war es schon wieder. Ödsturz. Mhm. Ödsturz-Hügelgrab. 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 Ja. So. So schwer ist das nicht. Ich kann es nicht aussprechen. Toll. Waffen. Ich bin schon wieder zu spät. Das gibt's doch nicht. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Der nächste Milchtrinker, der sich ja so sehr angestrengt hat. Der Ruhm kommt nur zu denen, die triumphieren. Und wir Gefährten müssen uns unseren Ruhm immer hart erkämpfen. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Nein. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Ich euch beitreten. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Halt, warte, Ayela. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Kodlak meint, wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ein Haufen Schneebären da draußen den Ruhm einsackt, während wir uns raushalten. Aber ich folge dem Alten. Wie immer. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Gutes Training. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Wer sind die Gefährten? Ihr seid nicht von hier, was? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. So, das hatte ich eben schon gefragt. Ja, ich auch. Right Run, wir kommen. Diesmal. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt ja, nach komm. Jorvaska, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Ach so. Hm? Warum habt ihr euch den Gefährten an? Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kodlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Wer hat hier das Sagen? Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skjor und die Brüder Farkas und Vilkas. Kodlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Wer sind die Gefährten? Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt?
Ja. Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Bruder. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Also muss man dir sagen, atmen. Sonst kippst du einfach um. Mhm. Okay. Oh, die Khajiit. Je länger wir durch Himmelsrand reisen, desto verlassener wirkt das Land auf mich. Ich habe gehört, dass ihr auf Reisen Ärger hattet. Es steht alles in dieser Notiz. Warum verkauft ihr eure Waren in Himmelsrand? Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Hey, welche Drachen? Es gibt doch bisher nur einen. Bin neugierig auf euer Heimatland. Die Khajiit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Cyrodiil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. Leid. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Möge die Sonne wie hoch sie. Was wird? Ihr braucht etwas? Wir sind Wüstenbewohner. Die Wege von Himmels. Sie werden euch nie kommen sehen. Ich kann nur einmal trainieren. Aber einmal trainieren tue ich. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu handeln. Vielleicht ja. Mag die Khajiit. Die Khajiit sind ein tolles Volk. Sind halt Katzen. Hör mal, keine Katzen. Nein, geh weg, geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Nein, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, dann nehme ich. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald bittet den Jarlen um Beistand. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Du sag mal. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Okay, aber jetzt sag doch mal, warst du auch mal ein Abenteurer? Mit Banditen komme ich wohl zurecht. Bis du einen Pfeil ins Knie bekommen hast? Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Eine Frage oder nicht? Alle Wachen waren mal am, bis sie einen Pfeil ins Knie gekriegt haben. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Brianne. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat.
Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Und? Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Das Erste, was wir jetzt machen, ist uns ausnahmsweise mal ein Zimmer nehmen und nur schlafen. Mache ich sonst nur sehr selten in diesem Spiel. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Was kann ich euch... Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Da rennt zu schnell weg. So, wir schlafen jetzt. 7 Stunden, das sollte erst. Sadia, Liebling? Ja, Mama? Heute Abend werdet ihr die Bude gründlich scheuern müssen. Ist wieder viel verschüttet worden. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Seid gegrüßt, Stammesbruder. Was führt euch nach Weißlauf? Bin auf der Suche nach meinem Glück. Ah, ihr seid also auf Gold aus. Fragt einfach herum. Ja. In Weißlauf gibt es eine Menge Leute, die viel zu reich und fett sind, als dass sie irgendwas selbst erledigen würden. Ihr lebt in der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das, ja, das ist ein echtes Problem. Er hat es erkannt. Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Ich weiß nicht, ob Sie Mitglieder suchen, aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Die sind drüben in ihrer Halle, Jorvask. Wenn ihr mit Arbeit meint, eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Wo kann man hier trinken, frage ich mich. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Wünsche ich euch auch. So. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arkadias Kupferkessel vorbeischauen. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin, ich sage nicht, dass ich der beste Schmied bin. Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Danke. Natürlich. So, was habt ihr zu verkaufen? Brauchen wir gerade noch nicht? Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Denn sie hat ja gerade nichts. Das Erste, was wir jetzt machen, ist uns auf den Weg zum Ich verbringe Jarl. Viel Zeit. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte.
Leichter gesagt als getan. Ich muss mir echt angewöhnen, dass ich alle Texte hier vorlese und nicht einfach nur gerade für mich überfliege. Jo, das will ich, zack. Könnte euch vielleicht helfen. Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Ihr habt von Handelskarawanen gesprochen. Ja. Diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Das muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Warum nicht? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Oh ja. Was wisst ihr über die Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Klingt daran furcht? Naja, okay. Lebt wohl. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Bereitet euch jemand Probleme? Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Was wäre, wenn ich mit Mikael rede? Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Meine Faust. Bekommt ihr viel Aufmerksamkeit von Männern? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. So. Eigentlich wollte ich in dieser Folge zum Jarl gehen. Gut, tun wir jetzt nicht. An dieser Stelle beende ich die Folge. Leider nicht, meine vielen Dank fürs Zuschauen. Noch ein Tag und das bis zum nächsten Mal. Macht wir es müssen gut. Davon so viel wie möglich verkaufen.